Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, endlich ist es soweit. Wir machen die erste Nacht bzw. die ersten zwei Nächte, je nachdem wie es läuft. Routen liegen schon, wie man sieht. Ich mache jetzt noch schnell meinen Bus fertig für die Nacht und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nach dem Intro nochmal und dann quatschen wir kurz über den See. Und ja, was soll es uns noch zum Verzeihen gibt. Bis gleich. Okay, bei mir ist alles fertig einsatzbereit. Jetzt reden wir kurz übers Gewässer. Und zwar ist eigentlich einer von meinen Lieblingsseen. Aber das Problem oder ja, der Haken bei dem Gewässer ist, dass der leider nur bis zu einer gewissen Jahreszeit bzw. bis zu einem gewissen Krautstand fischbar ist. Das heißt, ein paar Wochen im Frühjahr, heuer ist es jetzt halt so, dass sich alles ein bisschen nach hinten verschiebt, durch das ist ein kleines bisschen länger befischbar. Ja, jedenfalls ist dann halt ab einer gewissen Wassertemperatur und Jahreszeit, wenn die Pflanzen einfach wachsen, das Gewässer ohne Boot und fischbar und das ist hier leider noch nicht erlaubt. Aber vielleicht wird das ja mal was in die nächsten Jahre. Ansonsten, ja, also ich fische jetzt halt praktisch jeweils an der Krautkante, eine direkt bei mir da am Ufer. Ich weiß nicht, ob man es sieht, so da in der Richtung. Da ist so nach 30-40 Meter kommt die Krautkante, aber das ist halt auch schon sehr tief. Also wir fischen jetzt halt auf 7 Meter. Ich habe das in dem Gewässer jetzt da so noch nicht probiert. Normal gehe ich da nur zum Stalken und da gibt es ein paar Flachwasserzonen auf der drüberen Seite. Da ist auch kein Krautbewuchs, da kann man das durchaus machen. Und jetzt probieren wir es mal über zwei Nächte und einfach auf, in der Tiefe, wo halt einfach kein Kraut mehr ist. Ja, genau. Die andere Route liegt weiter draußen, da ist dann einfach Brachland und ich habe geschaut, dass ich so weit wie möglich rüberkomme an die Krautkante von der anderen Seite. Ein bisschen gefüttert habe ich schon, Springer dernt schon überall, also sie sind da, aber ja, man weiß nicht, ob sie da unten fressen, das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Ansonsten muss ich mal irgendwas einfallen lassen, aber ausprobieren, schauen. Jetzt schauen wir erstmal. Okay, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder, wenn was gebissen hat oder ich irgendwas an meiner Taktik verändert. Bis dann. Jo Leute, so, Taktikwechsel. Und zwar da draußen an der Oberfläche geht's mega rund. Die Springer in einer Tour. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt da über den Tag auf 7 Meter Tiefe einen erwische. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich mir vor Ewigkeiten mal ein Adjustable Sig Rig gekauft habe, es aber nur ein einziges Mal hergenommen habe. An einem Gewässer, ja, da, ich bin nur im Kraut drin gelegen und da hat es nicht so wirklich funktioniert. Da draußen ist jetzt kein Kraut und jetzt habe ich mir gedacht, das probieren wir. Habe das jetzt schon montiert. Ich habe mich da improvisieren müssen, ich habe jetzt das richtige Teil nicht dabei gehabt. Aber da ist dieser Adjustable Sig, dann hat diese Sigline und am Schluss pinker Poppy mit diesem ja, Mixerhaken. Genau, das probieren wir jetzt. Ich tue jetzt die anderen Routen raus und schnalze die dann aus, wo die. Sie springen ja letztendlich über meinem Futterplatz, aber da taucht mir, glaube ich, keiner ab und holt sich meinen Köder. Und jetzt probieren wir das mal so. Mal schauen, einfach ausprobieren. Was anderes kann man nicht machen. Okay, also das Zickrig liegt jetzt halt mal so weit. Das hat jetzt nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, der, es ist,
ich fische ziemlich weit draußen und die Fische springen auch ziemlich weit draußen und der Schwimmkörper ist meines Erachtens zu schwach, um die ganze Schnur auf die Entfernung dann halt an die Oberfläche zu ziehen. Hat jetzt so weit funktioniert, es hat am Anfang gezogen, hat jetzt so weit funktioniert, dass es auf alle Fälle 3, 4, 5 Meter höher in der Wassersäule ist. Und jetzt probieren wir das mal so. Ich werde mir aber da bis zum nächsten Mal was anderes überlegen, beziehungsweise schauen, ob es da einen größeren Schwimmkörper gibt, der wo da einfach mehrer Dampf dahinter bringt, wie jetzt eine Markerpose zum Beispiel. Genau, jetzt schauen wir mal, jetzt probieren wir das. Wenn es funktioniert, dann haben wir Glück gehabt. Und ansonsten wechsle ich am Abend einfach, beziehungsweise hätte ich sowieso wieder auf ganz normal auf die Grundroute und fischen wieder ganz normal. Aber wenn wir es nicht probieren, wissen wir auch nicht, ob es hätte funktionieren können. Okay, dann schauen wir mal. Oh Leute, erster Fisch im Drill. Es hat geklappt. Nicht auf Zig, sondern auf die normale, tatsächlich auf 7 Meter Bissen. Ich wollte gerade meine andere Rutner wieder fertig machen. Und ja, jetzt habe ich rennen müssen. Ich will jetzt nichts dazu sagen. So, zweite Chance nach dem verlorenen Fisch. Ich wollte gerade noch mal schnell drüber füttern und schaue auf die Ruten und währenddessen fängt es schon sich zu neigen. Jetzt schauen wir, dass wir den rausbringen. Hoffentlich. Der ist aber deutlich kleiner. Macht viel mehr Rabatz. Jawohl! Perfekt! Wir haben ihn bekommen! Alles klar, dann zeige ich ihn euch gleich auf der Abpackmatte. Jawohl, so, erster Fisch ist auf der Abpackmatte. Und dann schauen wir uns mal an. Ist nämlich ein ganz hübscher, kein Riese, aber ein richtig hübscher Fisch. Schaut es euch an. Richtig geil, der freut mich jetzt einfach riesig. Nach dem verlorenen Fisch vorhin, da war ich schon, ja, ihr kennt das ja, da ist man nicht gerade der Glücklichste. Und der freut mich jetzt dafür umso mehr. Guten Morgen, Freunde. So, die Nacht ist vorbei, jetzt haben wir es schon Vormittag. Bei mir ist jetzt nichts mehr gegangen. Stopp, ich habe in der Nacht noch einen Fisch verloren. Genau, das ist noch passiert, aber tatsächlich gefangen habe ich nichts mehr. Aber der Kollege, der Stefan, der wo jetzt in der Session mit dabei ist, der ist ein bisschen kamerascheu, sage ich jetzt mal.
Und die hat aber noch mal zwei Fische über die Nacht gefangen. Von einem haben wir ein Foto gemacht, hat 14,9 Kilo gehabt. Und das Foto blende ich euch jetzt schnell ein. Genau, und danach ist noch ein kleiner Schuppi gelaufen. Aber von dem haben wir kein Foto mehr gemacht, den haben wir sofort im Kescher abgehakt. Ja, sie beißen tatsächlich auf 7 Meter. Der Stefan liegt auch so um den Dreh rum, 6, 7 Meter. Meine draußen liegt so circa auf 8 Meter. Ich habe es jetzt gerade nicht genau im Blick, weil ich habe ein bisschen die Plätze noch verändert. Aber so zwischen 7 und 8 Meter liegen die ganzen Ruten. Und ja, funktioniert. Zwar jetzt nur in der Nacht, also ab der Dämmerung ist losgegangen, da wo ich den ersten Fisch verloren habe. Und ja, dann hat immer wieder im, ja, mein Takt kann man es nicht nennen, aber so sporadisch ist immer wieder einer abgelaufen. Genau, ja, das war es erstmal, was ich euch sagen wollte. Ich werde jetzt erst einmal einen Kaffee trinken, weil sonst werde ich halt gar nicht mehr fit. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nachher nochmal. So, nächster Fisch oder erster Fisch des Vormittags im Drill. Vor lauter Wind hat man es fast nicht gehört, dass die Ruten ablaufen. Man sieht es ja, ich stehe in der Winterjacke da, so kalt ist der Wind. Oh, jetzt wird er drauf. So, dann schauen wir uns den kleinen Kollegen schnell an. Ich habe jetzt schnell meine Jacken ausgezogen, dass die nicht auch noch nass wird. So. Also gefärbt sind sie wirklich alle wunderschön. Also total gelblich-orange mit so roten Akzenten drin. Schöne Fisch. Perfekt. Na, hätte ich gesagt, machen wir weiter und dann versorgen wir den einmal. Ja, lange hat es nicht gedauert. Ist wieder der nächste im Drill, der ist jetzt glaube ich wieder ein bisschen besser. Läuft gerade alles auf die linke Route. Schauen wir mal, ob wir ihn kriegen. Jawohl, haben wir schon im Netz. Hey Leute, also die Fische laufen anscheinend jetzt gerade. Der Wind ist anscheinend nicht so schlecht, aber das ist ja bekannt. Lauter so kleine, runde Kugeln. Diesmal ein Schuppi. Schön. So, der kriegt da noch ein bisschen ein Spray, der blutet ein kleines bisschen vorne. Gehen wir noch desinfizieren. Geil. Freut mich, dass die jetzt so gut laufen. Okay. So, jetzt war eine lange Zeit Ruhe, so 1-2 Stunden circa. Und ja, jetzt ist wieder einer abgelaufen. Hat wieder einen Bock gehabt. Mal schauen, ob es jetzt mal vielleicht eine kleine Nummer größer wird.
ist einfach Kämpfer. Geben nicht auf. Recht haben sie. Ich habe hier noch schon langsam einen Drillarm. Jetzt gibst du auf, komm. Ab in den Kescher. Jawohl! Geil! Dann zeige ich ihn euch gleich. Also, da haben wir ihn. Ein bisschen schwerer. Also, wir haben es nicht gewogen. Ich schätze ihn jetzt mal so auf 10 Kilo rum. Circa. Also, er ist auf jeden Fall nicht der leichteste. Und der hat, ist ein Mandel, hat Milch drin. Zu dem wir nochmal schnell ein bisschen Wasser. Gut, dann zeige ich ihn euch einmal. Ein ganz hübscher Fisch, ein markanter Fisch. Dem fällt nämlich eine so eine Schuppenpartie. Jawohl. Geil. Ganz ein dunkler Fisch. Richtig cool. Ein richtiger Kämpfer gewesen. Und so einen hellen Flossenrand hat er auch, gell? Sehr geil. Läuft, würde ich sagen. Okay, dann mal schauen, ob noch was läuft. So, jetzt hat nach ewiger Zeit, also 3 Stunden safe Ruhe, ist jetzt noch mit die linke Rute abgelaufen. Und fühlt sich nicht schlechter. Schauen wir mal. Oh, das ist mir super leid gesagt. Ist gut auf der Kamera. Vorher war ein Rundding drin. Nicht da hinfilmen! Nicht da hinfilmen! Ich darf auch wieder dabei sein. Ja, stimmt, diesmal ist der Christian wieder hinter der Kamera. Alter, jetzt geht er komplett dahinter. So. Der nächste und gleichzeitig auch letzte Fisch. Ein ganz kompakter, wieder super schöner Milchner. Jetzt zeigen wir ihn euch erst einmal. Oh, stopp. Noch was drauf, das braucht man nicht haben. Da schaut es euch an. Auch wieder ein ganz schöner Fisch. Auch vom Rücken her richtig massiv. Ganz dunkel. Und man muss sagen, sie haben jetzt die Milch haben alle schon leicht ausschlagt. Das wird jetzt nicht mehr lang dauern. Dann wird einmal Flaute sein beim Fischen. Beim Karpfenfischen zumindest. Okay Leute, dann sind wir wieder am Ende von einer richtig coolen Session. Ist mega gut gelaufen, finde ich. Ich glaube, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, kurz vor der Laichzeit sind. Und ja, eigentlich wollte ich ja noch eine Nacht machen, hab mir jetzt aber gedacht, wenn es am schönsten ist, soll ich Schluss machen. Und mein Angelkollege, der muss jetzt doch noch morgen arbeiten. Und dann war ich jetzt halt die Nacht allein. Und das ist mit dem Filmen dann auch immer ja, ein bisschen Katastrophe. Jetzt habe ich gedacht, machen wir Schluss. Und ich fahre auch heim, ist ja super gelaufen. Und ja, dann hätte ich gesagt, wie immer, wünsche ich euch geile Zeit. Dicke Fische und bis zum nächsten Mal. Ciao.